Na, meine lieben Damen und Herren, ich möchte mal eben ausprobieren, ob ich den... Nein, kann ich so nicht lenken. Lasst uns mal eben ein neues Spiel starten. Aber es klappt. Oh, ich hatte einen Framerate-Einbruch. Ich bin runter von 900 auf 200. Ja, dieses Spiel ist unheimlich fordernd für meinen Computer. Und ich habe das jetzt mal alles... Oh, ich musste das erstmal konfigurieren. Ihr seid jetzt sicher verwirrt, aber wir sind ja in der Weihnachtszeit. Lasst uns mal hier die Geschenke einsammeln. Springen geht so. Der Weihnachtsmann kann immer zweimal springen. Das müssen wir später auch nochmal richtig einsetzen. Boy, um das hier erstmal einzurichten, musste ich mich schon so ein bisschen... Also erstmal, warum spiele ich das? Natürlich, weil wir Weihnachtszeit haben. Das ist natürlich so viel Weihnachten. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was mehr Weihnachten ist. Ich musste eben erstmal... Nee, weil das ist einfach so. Es gibt sicher viele Spiele, die weihnachtlich sind. Auch ähnlich weihnachtlich wie das hier. Das ist halt ein Super Mario als Weihnachtsmann. Das ist einfach Kindheit. Das habe ich... Das Spiel an sich ist von 2002. Das ist also schon 13 Jahre alt. Diese Fahnen bedeuten immer Mittelziel. Also sterben wir, fangen wir hier wieder an. Und da oben sieht man, wie viele Geschenke es in diesem Level einzusammeln gibt. Das brauchen wir nicht alle, um das Ziel des Levels, sage ich mal, zu erreichen. Aber es ist natürlich eine schönere Punktzahl, wenn wir wirklich alles abgrasen. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe das nämlich noch nie mit dem Gamepad gespielt, sondern eigentlich bisher immer mit Tastatur. Oder beziehungsweise mit Maus ging es sogar besser tatsächlich. Dass man die Maus einfach bewegt und dann einfach klickt, wenn er springen soll. Und Rechtsklick war immer zurückgehen, das kann ich hier aber jetzt eben, ne, so auch machen. Und da sieht man schon, die Firma hat ja Logo als, ja, ein mehr Leben, ein Level, ein Leben ab quasi, verwendet. Wenn wir runterfallen, sterben wir natürlich, das ist halt so ein typisches Plattform-Jump'n'Run, so eine Art Super Mario. Nur ein bisschen moderner ist es dann schon, aber es ist wie gesagt von 2002. Es gab eine Fortsetzung 2004 und das ist halt so ein Minigame. Eigentlich sogar, das hier müsste glaube ich sogar Freeware sein, die aber Teil 2 ist es nicht. Der Teil ist glaube ich Freeware, den kann man sich zum Beispiel bei chip.de, sehr empfehlenswerte Seite, kann man sich den kostenlos runterladen, das Spiel hier, und daddeln. Ich finde es halt einfach neckisch. Ich habe die Musik zwar runtergeregelt, weil die mir so ins Ohr brüllte, aber jetzt ist sie mir eigentlich etwas leise, muss ich sagen, im Vergleich zum Rest. Kann ich das ändern? Nee, das muss ich jetzt, es gibt kein Optionenmenü jetzt hier so im... Naja, aber man hört die Musik ja doch im Hintergrund, hoffe ich mal. Sonst stelle ich sie halt bei der nächsten Aufnahme lauter. Ja. Ich find's ganz neckisch. Ich habe das früher immer noch auf meinem alten Computer mit Röhrenmonitor gespielt. Und das habe ich immer echt gefeiert. Meine Tante hat das früher dann auch mal immer gespielt. Wir haben da immer viel zusammengespielt, so, solche Spielchen. Und das ist einfach noch echt so ein Stückchen Kindheit, ne? Ich habe das so oft gespielt früher und immer mal wieder angefangen. Das musste ich einfach normal haben. Weil es Probleme mit der Installation gab, habe ich es mir dann auch gekauft. Da unten kann man auch noch weiter. Habe ich es mir dann auch tatsächlich gekauft und mir zuschicken lassen. Weil ich mir gesagt habe, das Spiel hättest du auch gern mal als CD im Regal. Weil, wow, die sind aber klein, die Plattformen. Weil das hat es auch einfach verdient, sage ich mal. Weil das wirklich, ja, ne, bei mir schon so einen Kultwert hat. Jetzt habe ich es im Regal stehen, als Gold-Edition. Bäm, nächste hat doch was gebracht. Naja, auf jeden Fall, nee, der Postbote kam dann an. Ich saß hier noch nur in Unterhose und Socken. Und, hab mir dann schnell, als es geklingelt hat, so eine Decke übergeworfen, die so ein Schneeleopardenmuster hatte. Das ist eine Decke, die hat mir ein Kumpel mal geliehen, als ich auf einer Fete den ersten Zug morgens nehmen wollte. Hat der gesagt, damit ich nicht ganz so frierst, nehme wenigstens die mit. Und die habe ich am Bahnhof dann auch tatsächlich umgeschlungen.
als ich auf den Zug wartete, weil ich sag mal, es war letztes Wochenende. Ich meine, es ist schon so, dass man gut mit dem Zug irgendwo hinkommt am Wochenende, wenn man hier im Ruhrpott ist. Aber wenn man früh morgens auf den Sonntag zurück möchte, dann fährt echt nur alle Stunden ein Zug. Und wenn du dann noch so dämlich bist und einpennst, wenn der gerade kommen sollte, oder ist ein bisschen kniffliger hier, dann ist das schon ziemlich zum Abkotzen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Ziel übrigens zur Sternplattform. Wir haben alles eingesammelt. Cool, ne? Und haben sogar noch Zeit über. Ich glaube, wir sterben tatsächlich, wenn die Zeit um ist. Glaube ich. Also, ich denke mal, das ist ein richtig guter Score. Hier ist Level 2. Das sieht schon so ein bisschen dörfischer aus. Hier ist zumindest mehr zum Rumlaufen. Diesmal gibt es auch ein paar mehr Geschenke. Ich glaube, es geht nur bis 100. Mehr als 100 Geschenke haben sie hier nicht programmiert bekommen. Und ich höre schon die Geräusche, die sich anhören wie eine Kursteilnehmerin bei uns aus der Maßnahme. Also sind hier langsam die Trocks oder Trolle oder wie man sie denn nennen möchte, unterwegs. Ja, es ist halt grafisch nicht mehr das Aktuellste. Es ist halt von vor 13 Jahren. Aber ich mag's halt echt immer noch gern spielen. Deshalb sage ich mal, spielen wir das mal gemeinsam. Jetzt in der Weihnachtszeit passt das doch echt, oder? Und die Leute motzen immer, ich sollte mal lieber was Sinnvolles tun, als immer nur zocken. Ich bitte euch, es kommt gerade wie viel Let's Play am Tag? Maximal doch eine Stunde am Tag. Und ist eine Stunde am Tag zocken viel? Also ich bitte euch, habt ihr gar keine Hobbys? Oder darf man sich jetzt nur noch Hobbys erlauben, wenn man auch 16 Stunden am Tag auf der Arbeit ist, mindestens? Und dann noch sowas wie, ja, man braucht ja die Arbeit, weil man muss sich ja damit identifizieren, man muss ja seine Aufgabe wissen, die man so im Leben hat. Dann frage ich mich, dass, also ihr habt außer eurer Arbeit keine Aufgabe im Leben und keine andere Erfüllung, dann tut's mir echt leid für euch, aber, ne, lebt euer Leben, aber lasst mir meins. Das ist echt, und dann so Billo-Argumente. Nee, es geht gar nicht. Ich möchte jetzt, ich werde mir jetzt auch, ich bin ja gerade dabei und so alles hier, immer mal wieder Kleinigkeiten, aber ich habe ja einen Freibetrag und dann sehe ich auch zu, dass ich da tatsächlich was arbeite im Monat. Einfach, weil ich meine Schulden schneller abgebaut haben möchte und ich bin ja auch dabei, mich hier so ein bisschen aufzubauen. Dass ich mir hier mein Häuschen, würde ich gerade sagen, dass ich hier in meiner Wohnung einfach so die Möbel habe, die ich alle haben möchte. Boah, das war ein bisschen knapp. Mal gucken, da oben ist nichts. Nee, aber Leute, in Zukunft werden Leute einfach wirklich gebannt, die bei mir auf der Seite einfach nur sind, um rumzukotzen, dass mein Lebensstil nicht derer ist. Ich habe ganz viele Argumente und ganz viel, sag ich mal, ich habe einen Grund dafür, so zu leben, wie ich das tue. Und das nicht, weil ich ein Sozialschmarotzer bin, nein, ganz im Gegenteil. Eigentlich bin ich sogar eher jemand, der Leuten hilft. Aber ich muss es hier, glaube ich, auch nicht erklären. Das werde ich in einem extra Vlog machen, weil das wäre hier echt zu viel. Dann würde ich hier 3 Folgen nur quatschen. So. Jumm. Und wir können nochmal hoch, müssten wir ja auch. Weil wir haben da ja eine Lane übersehen. Apropos Lane, ich habe Heroes of the Storm angezockt. Boah, ist das ein geiles Spiel. Ist das ein geiles Spiel. Zack. Nee, Heroes of the Storm ist echt ein geiles Spiel, muss ich sagen. In einem Monat fängt ja die geschlossene Beta an. Es ist einfach echt toll. Es ist ein bisschen mehr auf Teamplay gemacht als die meisten MOBA oder Team Brawler, die man so kennt. Aber es ist nicht schlimm. Man levelt halt gemeinsam. Das sorgt auch dafür, dass man nicht hinterherhängen kann. Ja, auch sowas wie, dass es einen Mount gibt, ist natürlich auch wieder eine Kostensache. Man darf sich natürlich wieder schön was kaufen, wenn man das möchte, aber immer nur. Das sind ja alles nur optische Sachen, die man sich da erkaufen kann. Das Spiel an sich funktioniert auch normal. Da kann man halt selbst entscheiden, wie viel ist einem das Spiel wert, wie viel möchte man den Entwicklern im, auf gut Deutsch, in den Hintern schieben. Da hinten ist das Ziel, das ist ja wunderschön, aber
Kommen wir da nicht noch, ich habe da doch noch was gesehen. Kommen wir da nicht hin? Wir haben noch 2 Minuten. Natürlich, uns geht jetzt mit jeder Sekunde ein Punkt verloren. Jetzt wäre ich wütend? Nein, so schnell nicht. Kommen wir da nicht? Ah, doch, da kommen wir rüber. Hier. Mal die Augen aufmachen. Weil wir möchten das ja möglichst vollständig haben. Ich möchte das zumindest. Und so. Ja, Jump'n'Run ist, glaube ich. Jump'n'Run ist tatsächlich eher so meins als alle anderen Spiele, weil ich einfach so ein Nintendo-Kind bin und Super Mario früher gesuchtet habe. Deswegen befürchte ich einfach mal. Aber ich kann nicht viel von Nintendo zeigen, weil Nintendo sind Musik-Nazis. Ich kann nicht viel von Nintendo Let's Playen, weil die immer gleich ihre Keule auspacken und meine Videos sperren, wo sie nur können. Und ich möchte nicht, dass irgendwann mein Account wegen sowas mal gesperrt wird. Und deswegen müssen wir wohl tatsächlich auf vieles verzichten, auch wenn ich durch Tricks wie Hochpitchen und Länge verändern der Stücke so ein bisschen versuche, dass deren Tracker das nicht mehr so einfach rausfinden, wenn ich das Let's Player, aber tut mir leid, Nintendo. Ich schieb euch gern mein Geld in Po. Eure Spiele sind nämlich wirklich nicht günstig. Aber dann möchte ich auch was dafür haben und sie auch nutzen dürfen. Ich mache euch ja sogar eher noch Werbung, weil ich spiele nur Spiele, die mir gefallen. Das heißt, ich werde nicht sagen, boah, ist das Kacke. Ich mache euch noch Werbung und ihr bestraft mich dann für die Werbung, die ich euch umsonst anbiete. Danke, Nintendo, an dieser Stelle. Da habt ihr dann selbst Schuld, wenn ich mich mal kurz über euch beschweren muss, ne? Ja, was willst du machen? Nee, aber Heroes of the Storm freue ich mich, wenn das offiziell draußen ist. Es ist wirklich sehr schön erklärt. Man ist direkt, man kann sich so als Blizzard-Fanboy, wie ich einer bin, sehr schnell halt mit den ganzen Figuren identifizieren. Man spielt direkt den James Rayner und wird von Uta, dem Lichtbringer, wird man eingeführt in die Spielmechaniken. Ja, so ist das. Ich glaube, 10 Level hat dieses Spiel. Wenn wir so weitermachen mit dem Leben sammeln, kriegen wir es tatsächlich hin. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Meine Tante war früher tatsächlich immer schon besser in solchen Jump'n'Run-Games als ich. Deswegen, aber ich hoffe, dass das mit dem Gamepad, weil die Steuerung ein bisschen direkter ist durch sowas, hoffe ich, das ein bisschen wettmachen zu können. Also das ist tatsächlich noch eine Ecke, die kenne ich. Also Level 3 habe ich schon mal erreicht gehabt. Aber meine Tante ist einfach ein Profi in Jump'n'Runs. Die hat aber echt nie was anderes gespielt als nur Jump'n'Run. Das ist immer echt unglaublich. Und Moorhuhn hat sie auch immer gern gespielt. Früher im Büro, wenn dann mal die Server wieder down waren. Die hatten eine SAP, also das Sauprogramm. Wenigstens können die Viecher nicht springen, das heißt, sie sind da unten gefangen, während wir hier aber rumrennen können. Aber 3 sind natürlich schon kacke. Da musst du halt schon genau drauf achten, wie laufen diese Idioten hier rum. Damit die dich nicht packen, ne? Oh, da ist jetzt schon mit Feuer. Hier bin ich früher oft krepiert. Hier kam ich früher schon oft nicht mehr weiter. Ja, jedenfalls der Postbote, der mir morgens das Päckchen gebracht hat, der hat mich gar nicht groß angeguckt hier jetzt hier, weil ich so also merkwürdig rumlief. Aber er hat dann gesagt, ob er mir das in Zukunft auch vor die Tür legen kann. Boah, und hier bin ich nicht gestorben. Da habe ich gesagt, ja klar, hier klaut keiner was. Hat er mich ganz groß angeguckt. Ich sage, ja, das sieht vielleicht anders aus. Aber ich denke mal einfach, weil das jetzt so runtergekommen aussieht, klaut keiner was, weil er hier einfach keine Schätze vermutet, sage ich mal. Deshalb, ne, weil er sagt, die Tür ist ja nachts immer offen. Ich sage, ja, das stimmt wohl. Wenn ich dran denke, schließe ich sie nachts zu. Wir haben zwar eine Hausordnung und so, aber da hält sich ja keiner dran, ne? Also an nichts hier. Ich habe, als ich immer das Treppenhaus sauber gemacht habe, erstmal wird das Treppenhaus hier sowieso nur leidlich sauber gemacht, also alle Jubeljahre mal. Ich habe wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte dieses Haushalts die Fußmatte ausgeklopft. Da kam ein Mölm raus. Das ist unglaublich, wie das qualmte. Das geht gar nicht. Ich glaube, die wussten gar nicht, dass man die ausklopfen konnte. Das hat aber auch echt... Also ich bin da bald erstickt bei. Naja. Weil wir wollen hier nicht großartig rumstänkern. Wollen wir nicht. Oh, dass das hier so glitscht auf dem Eis.
So ein bisschen wie bei diesen Eiswelten von Super Mario. Das hat mich früher schon immer so ein bisschen gestört. Aber was heißt gestört? Das gehört halt zum Spiel dazu. So, erstmal hier, ne? Mittelziel. Und dann holen wir uns die letzten Geschenke auch noch, weil wir wollen ja, dass jedes Kind seine Geschenke zu Weihnachten kriegt. Ja. Der hätte uns auch fast erwischt, weil ich glaube, die muss man nicht nur berühren. Die haben ja auch eine gewisse Range um sich herum. Ich habe noch nie probiert, in diesem Spiel rumzuprogrammieren. Ich glaube, dieses Spiel ist so schlicht. Ich glaube, da könnte man gut programmieren. Also gut mal die Dateien so auseinandernehmen. Gut, das ist auch eine Stelle, an der ich früher oft verschissen habe. Im Moment verstehe ich gar nicht, warum. Ich finde das hier alles noch recht einfach. Aber ich denke mal, dass wie bei allem im Leben ich mittlerweile einfach besser geworden bin. Auch was solche Spiele hier angeht. Und ich bin halt der Jump'n'Runner. Ich bin halt der, der rennt und springt. Jo, jetzt wird's aber auch ein bisschen anstrengender hier. Na, ach, da hat er uns mal zum ersten Mal erwischt, der kleine Hurenbock. Ja, das ist natürlich gemein, wenn die hier so weit auseinander liegen, die Zielpunkte. Da muss ich aber echt überlegen, wie hätte man das schaffen können. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall der Postbote, das war auch der, als ich hier eingezogen bin, der gesagt hat, oh, sie ziehen weg, ich sag nichts hierher. Oh, sagt er, schlechte Idee, gleich wieder einpacken und abhauen. Sagt er, sie werden hier jeden Tag die Sirene hören, das ist so ein schlimmes Gebiet, das geht gar nicht. Naja, es ist halt Ückendorf, es ist schon ein Problemviertel in einer Problemstadt, aber gibt Schlimmeres, ne? Okay. Man darf die Viecher wohl einfach nicht so weit kommen lassen, dass man da so lange wartet, ne? Naja, jetzt sind wir einmal gestorben, wir haben immer noch mehr als genug Leben. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt mehr als 10 speichern kann. Naja, war ganz lustig. Jetzt habe ich das Spiel jedenfalls im Regal. Ich musste eben erstmal mein Mikro... Ich habe nichts gehört. Surround wollte er nicht haben, Stereo wollte er nicht haben, Mono wollte er nicht haben. Ich dachte, was soll ich denn hier noch machen? Jetzt habe ich das auf Quadrophon gestellt, also auf 4 Ausgänge und nicht auf, wie man das kennt, ne, 1 für Mono oder 2 für Stereo oder 5 auf Surround, beziehungsweise 5.1 oder halt 7.1 und dann hat man 8 Kanäle. Bei 5.1 sind es, glaube ich, sind ja sogar 6 Kanäle. Beim normalen Surround sind es 5. Dann gibt es halt 5.1 und so und 7.1 und ich habe ja auch mal 9.3 gehabt und also ein Krempel. Und ich habe im Moment 7.2 hier eigentlich laufen, aber ich musste halt auf Quadrophon umstellen, damit ich hier was höre. Über das Headset, was ich hier gerade dran habe. Beziehungsweise die Kopfhörer. Ich nutze ja kein Headset-Mikrofon, sondern ein wesentlich hochwertigeres. Weil, wenn schon, dann, was soll der Geiz, ne? Ja, ich achte immer drauf. Ich möchte nämlich möglichst wenig verschenken hier an Punkten. Ne, dass wir wirklich das meiste mitnehmen. Das heißt, das meiste, wir haben bisher alles mitgenommen. Ich bin gut, ey, Alter. Das erinnert mich an diese Schildmeister von Senjin. Die reden auch immer so. Ich hab voll den Groove, ey, Alter. Habt ihr Warcraft 3 gespielt? Das da hinten ist, wollte ich gerade sagen, sicher nur wieder, um ein Leben zu holen. Wenn man fernab des Weges irgendwas, dann ist immer ein Leben. Ich genieße das gerade richtig hier. Das ist Balsam für meine Seele, dieses Spiel zu spielen. Und das brauche ich heute. Ich musste mich schon wieder so aufregen über die Leute, die den meckern, wenn ich sag nur, ich habe meine Website wieder online und die Energie, die du in deine Website steckst, die solltest du mal lieber in Jobsuche stecken. Als ob die Arbeit echt das Einzige wäre, was auf diesem Planeten zählen würde. Jungs, lebt euer Leben. Ne? Und vor allen Dingen kehrt vor eurer eigenen Haustür, habt ihr genug zu tun. Vor allem, wenn die nur nerven würden, wenn mir das ja auch noch Wurstkäse. Aber dann nerven die ja nicht nur einfach, nein, dann machen die noch Screenshots und schicken die ans Amt weiter und dann muss ich mich vor denen rechtfertigen. Ich meine, was Rhetorik, Argumentation und meine Hintergründe angeht und, ne, ist es sowieso so, dass die mir da nichts können.
aber es ist einfach nervig, sowieso schon viele Projekte am Laufen zu haben in meinem Leben und sich dann wieder um irgendwelche, ne, Deppernden kümmern zu müssen, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und die Gerechtigkeit höchst selbst zu sein. Es gibt nur einen, der die Gerechtigkeit verkörpern kann, und das ist Tyrael, der Erzengel der Gerechtigkeit, der lustigerweise auch aussieht, beziehungsweise unser Pädagoge, den wir im Moment haben im Kurs, in der Maßnahme, der sieht genau aus wie Tyrael. Und das Lustige ist, er hat sich ein Tattoo machen lassen, wo drauf steht Veritas, was ja, wie jeder weiß, der ein bisschen aufgepasst hat, so viel heißt wie Ehrlichkeit. Das ist Latein. Und das finde ich ganz lustig, weil er auch eben jemand ist, der das immer sehr predigt. Ehrlich zu sein, ne? Und gerade zu sein und zu seinem Wort zu stehen und blablabla. Finde ich lustig, dass wir da so ein Tyrael als Pädagogen haben. Vor allem, er sieht echt original aus wie Tyrael. Ihr müsst mal Diablo 3 zocken und dann meinen Pädagogen da sehen. Der sieht aus wie Tyrael. Da könnt ihr sagen, was er wollen. Ich habe mich schon überlegt, ich werde ihn mal drauf ansprechen, ob er vielleicht irgendwie Tyrael ist, ne? Er wird sicher nichts damit anzufangen wissen, aber geckig wär's ja. Nee, 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 nee. Ich habe übrigens ungefähr ein bisschen mehr als 150 Euro ausgegeben für Weihnachtsschmuck, also für die Bälle, für den Weihnachtsbaumständer, für so eine Unterdecke, so aus, wie nennen sich diese Dinge, Wachsdecken oder so, die sich die Omas früher immer auf die Tische gelegt haben. Wo kommen wir denn da hinten hin? Wo müssen wir da hinten rum? Ne? Und was weiß ich, zwei verschiedene Spitzen habe ich mir geholt und Lichterkette für den Baum. Dann habe ich mir noch so ein beleuchtetes Schnitzhäuschen geholt aus Holz und eine Weihnachtsmannfigur und einen handgemachten großen Holzkerzenständer mit einer schönen großen Kerze drin. Na, alles handmade, wie sich das zu Weihnachten gehört. Und jetzt natürlich eine ordentliche Nordmannstanne geholt. Das alles mag wohl so 160 Euro gemacht haben. Ich sag mal so, bis auf den Weihnachtsbaum behalte ich das ja alles, versteht ihr? Da habe ich ja auch die ganzen Jahre jetzt was von. Und deswegen sage ich mir, es ist eine sich lohnende Investition. Ich finde, Ostern ist langweilig. Ich feiere nicht mal meinen Geburtstag und auch die anderen Feste gehen so ein bisschen an mir vorbei. Halloween finde ich ein bisschen toll, aber ich feiere da jetzt auch nicht wirklich, außer dass ich mir mal einen Kürbis besorge. Aber Weihnachten ist das einzige Fest, so, wo ich die Gemütlichkeit einfach feiere und genieße. Und die lasst mir dann doch auch einfach. Wenn jetzt wieder Leute erzählen, bäh, gibt's wieder viel Geld aus. Ja, ja, das ist aber auch mein Geld gewesen. Und wenn die Leute sagen, ich werde vom Amt verwöhnt, Pustekuchen. Ich habe diesen Monat auch zusätzlich zu meinen Weihnachtseinkäufen, habe ich auch noch 200 Euro Schulden abgebaut, dass ich jetzt nur noch 3 Gläubiger habe. Aber das konnte ich nicht, weil das Amt mir massenweise Geld in den Arsch pumpt, sondern weil ich einfach Siegen von mir verkauft habe, die ich nicht mehr brauche. Und das für 550 Euro Gewinn. Dass ich da einfach mal meine ganzen alten Bücher verkauft habe, meine Mangas, ne? Hat mir auch in der Seele wehgetan, die Mangas alle zu verkaufen. Aber so habe ich jetzt, ne? Die habe ich sowieso, hätte ich kein zweites Mal gelesen. Die kann ich ja im Internet wieder anschauen, wenn mich das interessiert. Aber so ist, wie es ist. Komm hier erstaunlich gut durch. Jetzt haben wir 13 Leben schon. Nee, aber ich sag mal so, ich hätte hier auch, im Moment rettet mir der Fernseher meinen Rhythmus. Oh, das geht runter. Und zwar habe ich jetzt den Fernseher, den Röhrenbildschirm, den ich geschenkt bekommen habe von einem aus der Maßnahme. Den habe ich jetzt im Nebenzimmer mit dem DVD-Player schon mal angeschlossen und GameCube und Super Nintendo kommen da sicher auch nochmal mit dem SCART-Verteiler ran. Hups, da muss ich kurz nachdenken. Oh Gott, sogar ein Eis-Dings. Da muss ich mich jetzt kurz konzentrieren. Warte, das machen wir so. Puh. Gut, und? Warte. Und? Nee, weil da muss ich mich ja wirklich konzentrieren kurz. Das Eis ist kriminell, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Was nicht heißt, dass wir es nicht hinkriegen. Wie ihr seht. Jetzt habe ich eine SMS bekommen gerade.
So, muss man schön in Bewegung bleiben, damit man da nicht runterfällt. So, das Feuer, da muss man manchmal lieber einen höher springen, als man denkt. Nur zur Sicherheit. Bäm. Das ging aber ganz glatt eigentlich. Ne, man merkt, dass es anzieht. Der Schwierigkeitsgrad ist hier eindeutig schwerer, als die Grafik gut ist. Nein, das wird nichts. Jetzt sind wir zum ersten Mal abgestürzt. Das war eben ein bisschen eng. Ja, nee, aber das Spiel ist schon echt ein schönes eigentlich. Nee, ich sag mal so, normalerweise läuft der Computer immer, außer wenn ich penne. Und pennen tue ich meistens, wenn ich sage, ich werde mich mal eben 10 Minuten aufs Bett legen. Zwischen den ganzen Energy-Drink-Tiraden. Und dann penne ich doch für die ganze Nacht ein. So, haben wir aber alles eingesammelt hier. So, dann läuft halt hier alles weiter und verbraucht unnötig Strom. Aber so ist im Moment das bei mir, wie ich pennen kann. Oder wann ich mal penne. Nee, das habe ich eben verschätzt. Schade, jetzt müssen wir wieder so weit hinten anfangen. Naja, auf jeden Fall, nee, und jetzt im Moment mache ich das so, dass ich gegen 8 bis 10 den Computer ausmache und mich einfach vor den Fernseher mit ein paar Filmchen lege. Das Fernsehen finde ich ein bisschen zu dämlich, das Programm, was meistens so läuft. Aber dass ich, oh, Schneemänner, dass ich dann einfach wirklich mal das Fernsehprogramm, dass ich dann den Fernseher nutze, mir Filme gucke, ein bisschen zeichne und sowas mache. Bum, bum, jupp, bum, bum, jupp, bum, bum, jupp. Ah, Mist, verfickter. Jetzt wird's langsam schwieriger, wenn wir wirklich jedes Päckchen haben wollen. Ich bin ja auch nicht so der perfekte 3D-Spieler. Also, beziehungsweise allgemein, ich sehe nicht gut 3D, das ist tatsächlich so. Jetzt wird's aber langsam kriminell hier. So, 10, da wollen wir aber nicht runterkommen hier. Wir können doch nicht an einer Stelle so abkacken hier. Abscheißen, verfickte Scheiße. So, jetzt verpisst euch mal da hinten, ihr kleinen Schweineschwänze. Genau. Bum, bum, jupp, bum, bum, jupp. Ich glaube, ich bin nie weiter gekommen als diese Stelle tatsächlich. Ich erinnere mich nämlich, meine Tante hat es geschafft damals. Aber ich nie. Ich habe das nie geschafft. Ich bin nie Level 6 gewesen. Meine Tante war es einmal, aber auch nicht weiter. Wer nimmt diese Samples auf? Und wer kommt darauf, dass Schneemänner Bom-Bom-Jup machen müssen? Wer nimmt diese auf? Bom-Bom-Jup, Bom-Bom-Jup, Bom-Bom-Jup. So, wir gehen natürlich erst dahin, wo wir nicht hin müssen, damit wir möglichst viel mitnehmen und möglichst oft verlieren. Nein, das machen wir natürlich, um auch ein Leben zu bekommen, da wir gerade so schön dreimal gefailt haben. Wobei das hier wirklich kein Failen ist, glaube ich, weil so schlecht fühle ich mich hier gar nicht beim Zocken. Also, na gut, man kann sich auch... Das war echt mehr als gemein, dass die den da so weit auseinandergesetzt haben. Bum, bum, jupp, bum, bum, jupp. Das Leben holen wir uns aber wieder. Das wir da eben gelassen haben. Nee, jetzt merken wir aber schon, dass es schwieriger wird. Nee, wie gesagt, der Fernseher rettet mir meinen Rhythmus. Ich komme jetzt auch morgens wesentlich leichter hoch. Und damit meine ich jetzt nicht mit dem Steifen im Bett, sondern, ne? Sondern müssen wir lange Sprünge machen. Sondern eben mit meinem Rhythmus. So. Sind wir wieder bei 10. Brav. Haben aber auch nicht mehr viel Zeit. So, nee, aber das ist alles kriminell, ne? So, wie sieht's mit euch kleinen Idioten aus? Noch nicht. Geh du erstmal wieder zurück. Genau.
Ja, ich find's schön, dass ich das mit dem Joypad überhaupt machen kann. Aber erstmal alles rumkonfigurieren, bis es hier ging. Ich werde gleich auch mich ins Bett legen und ein bisschen zeichnen und so. Jumm. Zack. Können wir uns ja auch noch ein Leben holen? Schön wär's. Es ist nicht so, dass wir keins gebrauchen könnten. Und das Zweie? Bom, bom, jupp. Bom, bom, jupp. Bon, jupp. Ist das irgendwie verwandt mit Bon Jovi? Ich würde auch gern Schneemann bauen. Vielleicht haben wir ja wieder genug Schnee dieses Jahr. Oh, nicht sterben. Ah, nee, gut. Die Zeit läuft einfach nur ab und wir kriegen keine Punkte für extra Punkte für die Zeit. Gut. Damit kann ich in der Tat leben. Es gibt ja tatsächlich Leute, die dieses Spiel immer tatsächlich durchspielen können und dabei alle Geschenke einsammeln und das auch noch in Bestzeiten und sich dann da in Weltbestlisten quasi um die paar Sekunden kloppen, die dann den Unterschied machen, verfickter Mistdreck, Wichsfotz. So, ja, stört mich halt, wenn ich verliere, tut mir ja leid, aber ich bin mit Gewinnen gewohnt. Ja, in diesem Level haben wir echt ein bisschen gefailed, aber es ging. Wir haben nicht wirklich gefailed, wenn ich das Level mit 100% verlasse, finde ich. Auch wenn wir für die Bonuszeit nichts kriegen, haben wir alles mitgenommen. Boah, erstmal ein bisschen Lebkuchen hier. Kennt ihr diese Lebkuchen jetzt mit Schokolade überzogen? Ein bisschen Zartbitterverzierung und ein Kern aus Marmelade. Oh. Mm. Das ist nur Zucker. Aber ich liebe das. Na, schon in Weihnachtsstimmung gekommen? Diese Folge endet hier. Wenn ihr jetzt in der Playlist seid, dann drückt doch mal manuell weiter oder ihr habt hier schon den Marker entfernt. Ansonsten geht es hier gleich automatisch weiter mit dem Vlog, in welches ich diese Folge ja auch mit eingebunden habe im Rahmen des Advents-Specials, ne? Ja, also das Spiel müsst ihr mal googeln, Santa Claus in Trouble. Chip vielleicht von chip.de, da hole ich mir ja viel runter, ne? Da findet man das garantiert auch bestimmt, doch, doch. Ja, aber ab jetzt wird der Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen, der zieht gleich mal ein bisschen an, ne? Na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich im anderen Video, ne? Tüdelö.